Im Sonnenlicht ziehen Dunstschwaden durch den Wald. Mit sprießendem, frischem Grün wetteifern Bäume um einen Platz an der Sonne. Im Regenwald ist die Nacht dem Tag gewichen. Im wärmenden Licht der Sonne erwachen die kaltblütigen Jäger des Waldes und warten geduldig, bis sich die Gelegenheit zum Beutemachen ergibt. Die steigenden Temperaturen des Frühlings locken die Strumpfbandnatter aus ihrem Winterquartier. Strumpfbandnattern sind Einzelgänger. Nur vor der Winterstarre und im Frühling sieht man sie in größeren Gruppen. Von den Pheromonausdünstungen der wesentlich größeren Weibchen angelockt, buhlen die Männchen um deren Gunst. Im Gewimmel aus männlichen Schlangenleibern gehen die wenigen Weibchen fast unter. In der Paarungszeit bilden sich riesige Gruppen, die mehr als 100.000 Schlangen umfassen können. Mehrere hundert paarungswillige Männchen belagern jeweils ein Weibchen und formen dabei große Knäuel. Wer sich mit dem Weibchen in der Mitte paaren will, benötigt Kraft und Ausdauer. Dies sorgt dafür, dass sich die stärksten oder listigsten Exemplare dieser ungiftigen kleinen Schlange fortpflanzen. Nur ein Männchen in diesem ganzen Knäuel wird sich tatsächlich paaren können. Doch das ist nicht immer unbedingt das Stärkste, sondern manchmal auch das mit der besten Strategie. Einige Männchen sind in der Lage, Weibchen zu imitieren, indem sie weibliche Pheromone ausdünsten. So lenken sie die Konkurrenz vom eigentlichen Ziel ab, um sich anschließend selbst mit dem Objekt der Begierde zu paaren. Wer in dieser Welt überleben will, braucht Kraft, Ausdauer und List.
In den Wäldern Sibiriens und Ostasiens geht die Amurnatter auf Jagd. Auch diese bis zu 2 Meter lange Würgeschlange ist ungiftig. Blitzschnell packt sie zu, wickelt ihren Leib um das Opfer und drückt ihm die Luft ab. Die Ratte hat keine Chance. Schlangen leben seit 140 Millionen Jahren auf diesem Planeten und sind perfekt an ein Leben ohne Gliedmaßen angepasst. Es gibt viele Theorien über den Grund für die Rückbildung ihrer Gliedmaßen, doch keine liefert eine überzeugende Erklärung. Amurnattern legen in der Hitze des späten Julis ihre Eier. Anders als andere Schlangen überlassen sie ihr Gelege nicht sich selbst, sondern bewachen es bis zum Schlüpfen. Es kann bis zu 20 Eier umfassen, aus denen nach etwa 50 Tagen die Jungtiere schlüpfen. Doch die Mutter kann nicht die ganze Zeit über ihr Gelege bewachen. Wie alle Reptilien können Schlangen ihre Körpertemperatur nicht regulieren und müssen sich von Zeit zu Zeit aufwärmen. Die nötige Energie hierzu liefern die Strahlen der Sonne. Flach legt sich die Schlange ins Sonnenlicht, das den Rhythmus ihres Lebens bestimmt. Im unterirdischen Schlangennest schlüpfen die ersten Jungtiere. Sie sind bereits komplett entwickelt und machen sich sofort auf, hinaus in die Welt. Von nun an ist die kleine Schlange auf sich allein gestellt. Als Wanderer sollte man in diesem dichten Bergwald äußerst vorsichtig sein. Er ist die Heimat der asiatischen Grubenotter. Grubenottern gehören zu den Schlangen, die ihre Umgebung nicht nur durch Geruch wahrnehmen, sondern auch über die Temperatur. Die gespaltene Zunge hilft beim Riechen. Nacht- und dämmerungsaktive Schlangen besitzen auch empfindliche Augen mit einer vertikalen Linse, ähnlich wie Katzen. Das Grubenorgan nimmt infrarote Wärmestrahlung wahr. Die klappernde Schwanzspitze ist ein Warnsignal. Ist potenzielle Beute in der Nähe oder fühlt sie sich bedroht, nimmt die Otter ihre typische Angriffshaltung ein. Nun ist äußerste Vorsicht angebracht.
Der Angriff erfolgt überraschend. Das Gift dieser Grubenotterart wirkt sowohl im Blut und Gewebe als auch im Nervensystem und setzt Beutetiere schnell außer Gefecht. Vor Menschen zieht sich die Schlange jedoch zurück, es sei denn, sie fühlt sich bedrängt. Mitte August bringt die asiatische Grubenotter ihre Jungen zur Welt. Anders als die Amurnatter legt sie keine Eier. Ihre Brut ist nur von einer dünnen Membran umhüllt. Grubenottern sind ovovivipar. Die Eier reifen im Mutterleib heran. Ihr Dotter nährt die Schlangenembryos. Grubenotterweibchen bringen meist etwa 10 Babyschlangen zur Welt. Im Volksmund wird diese Otter auch Muttertöterin genannt, weil man glaubt, die jungen Schlangen würden ihre Mutter fressen. Die neugeborenen Grubenottern haben bereits Giftzähne. Sie scheinen sich nur ungern von ihrer Mutter lösen zu wollen. Dieses Verhalten wurde wohl als Angriff auf die Mutter fehlgedeutet, was den Schlangen ihren Beinamen gab. Wenn die Haut der neugeborenen Schlangen getrocknet und fest geworden ist, kriechen sie in die Welt hinaus. Im Herbst ist das Nahrungsangebot groß. Die kleinen Grubenottern sind bereits auf 15 cm Länge herangewachsen. Trotz ihres stark wirksamen Giftes werden sie oft selbst zu Beutetieren. Denn nun legen sich viele Tiere des Waldes Fettreserven für den Winterschlaf an. Viele junge Schlangen überleben den Herbst nicht. Größere Exemplare hingegen haben kaum Feinde zu befürchten. Blitzschnell stößt die Schlange zu und schlägt ihre Giftzähne in ihr Beutetier. Mehr als 500 der etwa 3000 Schlangenarten weltweit sind als giftig einzustufen. Die Brillenschlange oder Monokelkobra gehört zu den gefährlichsten Giftschlangen. Die Augenzeichnung auf dem gespreizten Nacken soll Störenfriede abschrecken. Bedrohte oder beunruhigte Exemplare richten sich auf und spreizen den Nacken. Die Speikobra ist berüchtigt, denn sie kann ihr Gift weit verspritzen. Hierzu presst sie es mit hohem Druck durch die Giftzähne.
Ihr Kopf folgt den Bewegungen des Störenfrieds, um Gift in dessen Augen zu spritzen. Die Trefferquote ist hoch. Das Gift ist so stark, dass es die Opfer erblinden lässt. Giftspritzen ist ein Abwehrverhalten. Nur wenn sie Angst haben, spucken Speikobras Gift. Die Speikobra reckt sich bis fast zur Hälfte ihrer Körperlänge hoch und kann ihr Gift so 3 bis 4 Meter weit spritzen. So hält sie sich ihre Feinde vom Leib. Nur wenig andere Tiere haben eine derart große Reichweite, wenn es um die Abwehr von Feinden geht. Das hat der Speikobra auch einen geradezu berüchtigten Ruf unter Menschen eingebracht. Ein Leben ohne Gliedmaßen ist für uns Menschen ebenso wenig vorstellbar wie ein Leben als Flossentier. Die Idylle trügt. Das hier ist kein Paradies. Auch hier geht's nur um eins: Fressen oder gefressen werden. Nicht immer hat der Jäger Erfolg. Doch wer nicht nachlässt, erreicht irgendwann auch sein Ziel. Geschmeidig gleitet eine Schlange durchs Wasser. Es ist eine Tigernatter. Tigernattern ernähren sich hauptsächlich von Fröschen. Schlangen haben bis auf Arktis, Antarktis und Permafrostgebiete alle Lebensräume der Erde erobert. Das ist die Wasserschlange, die in Korea weit verbreitet ist. Mit ihrem langen, schlanken Körper schlängelt sie sich elegant durchs Wasser. Wasserschlangen leben in der Nähe von Wasserläufen und ernähren sich von Fischen und Amphibien.
Die Jagd auf Fische ist für die Wasserschlange mühsam. Nur etwa jeder 10. Versuch ist von Erfolg gekrönt. Wasserschlangen sind ungiftig und müssen fest zubeißen, damit ihre zappelnden Opfer nicht entkommen können. Wenn die Kräfte des Fischs nachlassen, kann die Schlange ihn endlich umschlingen und würgen. Ob im Wasser oder an Land, die Jagdmethode von Würgeschlangen ist immer dieselbe. Ist die Beute tot, wird sie im Ganzen verschluckt. Oft ein mühseliges Unterfangen. Es dauert fast eine halbe Stunde, bis die Schlange den Fisch in ihren Schlund hinuntergewürgt hat. Es gibt nur wenige Tiere, die das Land und das Wasser gleichermaßen erobert haben. Dazu gehören auch einige Schlangenarten. Auch in den Überschwemmungsgebieten der tropischen Regenwälder sind Schlangen zu Hause. Im schlammigen, trüben Wasser lebt eine seltene Art, die sich von Fischen ernährt. Ihr langer Leib schlängelt sich durch die trüben Fluten. Mit ihrer braunen Farbe ist sie sehr gut getarnt. Den beiden Tentakeln am Kopf, die wie Teufelshörner aussehen, verdankt sie ihren Namen. Fühler- oder Tentakelschlange. Sie verbringt den größten Teil ihres Lebens unter Wasser und hält sich mit der Schwanzspitze an Wasserpflanzen fest. Ungefähr alle halbe Stunde streckt sie sich zur Wasseroberfläche, um Luft in ihre Lungen zu pumpen. Mit den Tentakeln am Kopfende erfasst die Schlange kleinste Druckänderungen im Wasser. Die Fühlerschlange ist ein erfolgreicher Jäger mit einer erstaunlichen Jagdmethode. Fische reagieren auf Bedrohungen mit einem automatisierten Fluchtreflex. Leichte Turbulenzen im Wasser führen hierbei zu blitzschnellen Muskelkontraktionen auf der entgegengesetzten Körperseite.
wodurch sich der Fisch wie ein Zeh von der Störung wegkrümmt. Daher wird der Reflex auch Zehstart genannt. Verantwortlich hierfür sind spezialisierte Nervenzellen, die sogenannten Mautnerzellen, die es bei Fischen und auch bei manchen Amphibien gibt. Die Tentakelschlange biegt ihren Körper zu einem J-förmigen Haken und wartet bewegungslos auf Beute. Nicht selten entkommen die Fische, da ihr Fluchtreflex in 5000stel Sekunden auslöst, während die Schlange nur 15000stel Sekunden schnell zuschnappen kann und damit gut dreimal langsamer ist. Rein mathematisch gesehen hat die Schlange also keine Chance, Beute zu machen. Trotzdem ist ihre Trefferquote erstaunlich hoch. Und das liegt an ihrer besonderen Strategie, wie diese Aufnahmen zeigen. Die Schlange scheint die Fluchtbewegung des Fisches zu antizipieren. Tatsächlich jedoch löst sie mit einer leichten Bewegung des Halses eine Turbulenz im Wasser aus, bevor sie mit dem Kopf zustößt. Die Störung veranlasst den Fisch zu einer C-Startreaktion, geradewegs auf den sich nähernden Kopf zu. Ist der Reflex einmal ausgelöst, kann die Fluchtrichtung nicht mehr geändert werden. Die automatische Reaktion führt den Fisch oft direkt ins Maul des Räubers. Hier am Äquator steht die Sonne mittags senkrecht über dem Regenwald. Hier fallen aber auch 2500 mm Regen im Jahr. Die hohen Temperaturen und die Feuchtigkeit lassen die Bäume bis zu 60 Meter hoch in den Himmel ragen. Der Dschungel beherbergt eine artenreiche Flora und Fauna. Überall strotzt es nur so von Leben. Doch der Überlebenskampf ist hart. Die Winkelkopfagame tarnt sich durch ihre Färbung. Wie ein Chamäleon kann sie ihre Färbung der Lichtintensität anpassen oder damit ihre Stimmung ausdrücken. Winkelkopfagamen sind Einzelgänger und verteidigen ihr Revier erbittert. Im Regenwald droht Gefahr von allen Seiten. Diese Schlangenart verbringt den Großteil ihres Lebens in den Baumwipfeln. Auch diese an ihrer Nase und lebhaft grünen Färbung erkennbare Art ist bestens für ein Leben in den Bäumen gerüstet. Eine Theorie besagt, Schlangen hätten im Laufe der Evolution ihre Gliedmaßen verloren und einen langen Leib entwickelt, um besser an ein Leben über dem Erdboden angepasst zu sein.
Schaut man der Nasenpeitschennatter zu, wie sie sich elegant durch die Baumkronen windet, erscheint diese Theorie plausibel. Denn keine störenden Gliedmaßen stehen der geschmeidigen Bewegung durchs Geäst im Weg. Eine gefleckte Bronzenatter wittert Beute. Diese baumlebende Art ernährt sich von Eidechsen, Fröschen und Vogeleiern. Manche Raubtiere haben sich analog zu ihren Beutetieren entwickelt. Diese Froschart verbringt ihr gesamtes Leben in Bäumen, außer während der Balz- und Eiablage. Der Wallace-Flugfrosch nutzt seine vergrößerten Schwimmhäute wie einen Gleitschirm. So kann er besser vor Fressfeinden fliehen. Die etwa 10 cm großen Tiere können bis zu 15 Meter weit durch die Luft segeln. Dies entspricht dem 150-fachen ihrer Körperlänge. Doch der Frosch ist nicht der einzige ungewöhnliche Flugkünstler des Dschungels. Auch die Schmuckbaumnatter fordert die Schwerkraft heraus. Dank ihrer mehr als 400 Rippen kann sie selbst senkrechte Baumstämme hinaufschlängeln. Dort wähnt sich dieses Tier in Sicherheit. Schließlich ist es perfekt getarnt. Die Blutsauger-Agame jagt vor allem nach baumlebenden Insekten, zum Beispiel Ameisen. Leise und zielstrebig schleicht sich die Schmuckbaumnatter heran. Die Agame hat den Fressfeind bemerkt und flieht. Doch die Schlange gibt nicht auf. Flugfähigkeit ist wohl die sicherste Überlebensstrategie von Baumbewohnern. Ob dies eine Flucht- oder Jagdstrategie ist, wissen wir nicht. Wir wissen bloß, dass auch dieser Faltengecko die Häute zwischen den Zehen wie einen Gleitschirm benutzen kann.
Damit können die etwa 20 cm langen Tiere Strecken von bis zu 20 Metern zurücklegen. Der gebänderte Flugdrache hat eine andere Flugtechnik entwickelt. Von seinen Vordergliedmaßen ausgehend zieht sich eine Flugmembran den Brustkorb entlang, die er in der Luft durch Spreizen der Vordergliedmaßen ausbreitet. So kann auch diese Echse durch die Luft segeln. Im vielfältigen Ökosystem des tropischen Regenwalds ist der Überlebenskampf gnadenlos. Und so haben auch einige Schlangen das Fliegen gelernt. Gut getarnt ruht ein Gecko auf einem Blatt. Andere Würgeschlangen wirkt auch die Paradies-Schmuckbaumnatter ihre Beute zu Tode, lähmt sie jedoch zuvor durch ein schwaches Gift. Ihr Problem ist, dass ihre Beute hoch über dem Boden lebt. Wie alle Baumlebewesen haben auch die Schlangen sich an die Umgebung angepasst. Dank ihrer langen, schmalen Leiber können sie ihr Gewicht gut verteilen und so auch noch über kleinste Äste kriechen. Doch was, wenn die Schlange auf eine größere Lücke im Geäst stößt? Die Paradies-Schmuckbaumnatter hat dieses Problem gelöst, indem sie fliegen gelernt hat. Zuerst stößt sie sich wie eine Sprungfeder ab. Dann schlängelt sie sich durch die Luft. Fast sieht es so aus, als würde sie schwimmen. Die Lupe zeigt, wie kraftvoll sich die Schlange vom Ast abstößt. Von den nur 5 flugfähigen Schlangenarten ist die Paradies-Schmuckbaumnatter der geschickteste Flieger. Wie gelingt es der Schlange, sich derart gewandt durch die Luft zu bewegen? Auch das sieht man besser in der Zeitlupe. Sie spreizt ihre Rippen, sodass ihr Körperquerschnitt die Form einer Tragfläche annimmt. Hierdurch gelingt es ihr sogar, durch die Luft zu navigieren und die Richtung zu ändern. Die Schlange beginnt mit einem Sinkflug von 62 Grad. Sobald sie ihre Rippen spreizt, segelt sie in einem Gleitwinkel von 13 Grad durch die Lüfte und legt so große Distanzen zurück. Die etwa einen Meter langen Tiere können bis zu 100 Meter weit fliegen. Wer dachte, Schlangen kriechen bloß langsam über den Boden, wird angesichts dieser Bilder eines Besseren belehrt.
Flugnattern sind die einzigen flugfähigen Tiere ohne Gliedmaßen oder Flügel. Wie sich diese Flugfähigkeit entwickelt hat, bleibt wohl auch weiterhin ein Rätsel. Wir können bloß annehmen, dass dies den Tieren einen Evolutionsvorteil verschafft haben muss. Wieder macht die Nacht dem Tag Platz. Und wieder erwecken die ersten Strahlen der Sonne die tagaktiven Tiere. Großzügig verteilt sie ihre Wärme über die Erde, zugunsten aller Lebewesen, auch derer, die im Schatten auf ihre Chance warten.